Recht herzlich willkommen zur 15. Folge von This War of Mine. Ja, Tag 15 ist das gleichzeitig. Ja, letztes Mal hatten wir ein Problem, ne? Wir haben gerade mal 3 Holzbretter, glaube ich, mitgebracht und das war's. Und hier müssen wir jetzt schauen, wir wurden nachts angegriffen, alle bewaffnet, keiner wurde verletzt und nichts mitgenommen. 3 Patronen hat uns das gekostet. Marin hat unseren Nachbarn dabei geholfen, ihren Unterschlupf zu verstärken. Jetzt müssen wir bald zurück. Da haben wir, glaube ich, Alkohol oder Schnaps gekriegt. Das weiß ich nicht. Kann ich jetzt nicht hier erkennen. Es hat einige Probleme gegeben. Wir hoffen ja doch, dass Paul bald zurück sein wird. Ja, und Katja scheint es sehr ernst zu sein. Okay, dann weiter. Wir brauchen etwas zu essen. Ich wünsche, wir hätten etwas Kaffee. Ja, das wünsche ich auch. Wer ist das? Maren. Lass uns mal gucken, wie unsere Sachlage gerade so ist. Wir haben so gut wie gar nichts. Wir haben kein Wasser, wir haben nichts zu essen. Ja. So, das bedeutet, Maren geht. Mal gucken, was wir da machen können. Wer ist das? Das ist Bruno. Bruno hat uns auch was zu erzählen. Kann aber auch gerade, meine Freundin hat mir sehr großen Sorgen, ich habe sie sehr erschrocken an, draußen herrscht ein Krawall, die Führer der Abschaltung hetzen oder dazu auf das Rad abzufangen, dass ich keine Sorgen machen sollte und ich hätte recht, nichts passierte, zumindest damals, sogar als täglich von Krawallen und Kämpfen berichtet wurde, versicherte ich eher, dass dieses alles bald vorbei sein würde. Ja, dem ist dann jetzt wohl nicht so, ne? Marin hat nichts zu sagen und Katja auch nicht. Gut. Wir können einen Filter herstellen, das sollten wir dann auch tun. Das ist nämlich wichtig. Und er macht das mit dem Essen. Und Katja erholt sich noch. So, dann haben wir Essen. Dann müssten wir sofort wieder... nein, Katja, schlaf du weiter. Das war keine gute Idee. Bruno soll das machen. Macht gleich wieder einen rein. Das ist zwar jetzt doof, aber was soll man anders tun? So, 2 Fallen, die wieder laufen. Marin kann dann den Filter setzen und Bruno, gucken wir mal, dass er das eine Fleisch fertig macht. Ja. Ja, herstellen, ne? Ah, Pavel ist wieder da. Und natürlich mit 3 Holz, super. So, da müssen wir was essen machen. Wieso geht das nicht? Weil wir kein Wasser haben. Okay, dann müssen wir da noch warten. Das Wasser sollte aber in dieser Runde noch kommen. So, dann hätte ich gerne... Oh, da klopft wer. Das ist ja cool. Dann hätte ich gerne den Marin da unten gehabt. Der soll da mal weitermachen. Und, ja, Katja, du bist die, die falschen kann. Deswegen wirst du die Tür aufmachen. Der ist müde. Der geht erstmal schlafen. Okay, Marin macht das. Bruno wartet darauf, dass er Essen kochen kann, ist aber auch sehr müde. Und sie ist schwer verletzt und müsste bandagiert werden. Und ja, wollen wir hoffen, dass sie jetzt gleich hier was Passendes kriegt. Gut, das ist jetzt hier... Ja, hat jemand geklopft, genau. Ach, das war hier so weiterbauen. Da oben ist auch noch ein Zeichen, dann gehen wir da hin. So, Katja ist jetzt an der Tür und kann dann falschen. So, dann mal los, Katja. Nein, Marin ist das. Katja soll falschen. Gut, Bandagen hat er mit. Sogar 2. Wasser. Aber Essen, doch, da ist auch Essen. Einmal haben wir, sind 4 Leute. Das heißt, wir brauchen 3-mal für diese. Ah, ich nehme es noch ein 4. Mal mit. Brauchen wir nicht. Ich würde die noch nehmen. Das brauchen wir nicht. Das Wasser würde ich auch noch nehmen. Schnaps hätten wir 2-mal. Tja, das ist jetzt das, was wir haben erstmal. Und jetzt gucken wir, was wir hier entbehren können. Die Lampe da, ja. Das haben wir noch. Den Dietrich weg.
Schaufel brauchen wir, Hackeball brauchen wir. Das brauchen wir auch. Das würde ich entbehren. Ja, Teile brauchen wir. Zahnräder würde ich schon eher weggeben. Den Zucker auch. Die Waffenteile auch. Das ist der pure Alkohol jetzt, ne? Den würde ich auch weggeben, aber das ist immer noch ein Scherz. Das ist immer noch ein Scherz. Ja. Das reicht nicht. Ein Verband und es reicht trotzdem nicht. Wann reicht's denn? Das ganze Wasser. Nee, das wollte ich nicht. Wir müssen noch was abgeben. Also dann wäre noch das Feuerholz. Und mehr geht nicht. Was hat denn hier keinen Wert dann? Das reicht auch nicht. Tja. Wenn wir das Feuerholz auch alle weggeben, ist es auch ein Problem, weil wir dann nichts machen können, ne? Das sind alle Sachen, die ich jetzt abgeben will und mehr nicht. Gut, wir können uns einigen. 3 Fleisch und 7 Wasser. Das Wasser geht nicht mehr. Geht noch ein Holz? Nein, Holz geht auch nicht mehr. Geht ein Teil? Nein, geht auch nicht mehr. Tja, dann war es das erstmal, oder? Ja. Auf jeden Fall handeln wir das. So, Katja. Bruno macht jetzt Essen. Einmal können wir Essen machen. Das Wasser fehlt. Herstellen. Wo ist denn der Maren? Sollte der nicht da oben hingehen? Komm, Maren, beeil dich mal. Ich will wissen, was das da oben ist. Komm los. Oh, alles nehmen. Verlassen. Und Katja geht nochmal dahin. Und wir brauchen noch Wasser. Und dann könnten wir noch... Gut, wir können uns für 9 einigen. 9-mal Feuerholz, aber das ist nicht das... was mir das bringt. Wir können uns einigen. Wir können uns immer noch einigen, wenn wir das so machen. 5 Holz, 4 Feuerholz. Für ein Fleisch und 3 Wasser. Ja. Machen wir. Gut, und dann war es das auch. Können wir ihn wegschicken. So, Katja kann essen gehen. So. Den Schrank da oben kann man nicht zerkloppen, ne? Das ist schade. Maren geht jetzt runter, ist hungrig und müde. Wie sieht's mit ihm aus? Er ist immer noch müde. Katja geht jetzt ins Bett. Nee, Katja geht die Bandage anlegen, definitiv. Bruno ist hungrig und sehr müde, das heißt, er isst jetzt erstmal. Und geht dann nach da unten. Ja, wir könnten Feuerholz machen, das kostet uns ein Holz gerade mal.
Aber ich glaube, wir haben noch erstmal. So, wie ist es hier mit Pavel? Ist noch müde. Wer ist das hier? Katja sollte jetzt mal hier runtergehen. Und Pavel geht was essen. Und Katja geht dann da ins Bett. Und Maren ist hungrig und müde. Ah, die Zeit läuft schon wieder. So, was können wir da noch machen? Nix. Ja, Teile fehlen für die Axt. Da fehlen auch Teile. Pistolenteile und zerbrochene. Okay, da können wir, bräuchten wir 6 Teile für ein Gewehr. Den Helm brauchen wir auch noch alles. Immer schneller, ich will noch sehen, was da gibt. Ja, wir brauchen Dung und Wasser, um Kräuter herzustellen zu können. Das würde also gehen. Dung können wir aus Fleisch herstellen, aber das will ich eigentlich gar nicht. Ja, lassen wir erst. Wie geht das Upgraden? Naja, brauchen wir nicht drüber reden. Die Lampe haben wir weg. Zum Upgraden brauchen wir ganz viel. So, wer war das? Leicht verletzt, Pavel. Bruno schläft und Maren ist da. Gut. So, Katja muss definitiv schlafen. Und Bruno auch. Er muss Wache stehen und er muss plündern. Läuft. So, jetzt müssen wir noch ein Ziel haben. Da besteht Gefahr. Deserteure gefährlich. Zwielichtige Schalten auch gefährlich. Da sind wir, glaube ich, schon rausgeflogen. Wir brauchen aber Lebensmittel, das ist also da schlecht. Da ist möglicher Handel, aber wir haben nichts zum Handeln. Menge Medikamente, eine große Menge Waffen, eine große Menge Teile. Mögliche Handelgefahr. Da ist auch Gefahr. Das war hier auch, ne? Ja. Wir müssten am bewohnten Teil vorbei, am verlassenen Teil was zu finden. Ah, da Scharfschützen, super. Aber wir haben schnellen Läufer, rein theoretisch. Hauptplatz. Vorsicht ist da nur geboten. Wir waren da noch nicht. Wir haben aber nichts zum Handeln. Ruhiges Haus. Da gibt's aber nichts. Da ist mir das schon lieber. Ja, ich würde jetzt sagen, wir nehmen das mal. Das ist eine Baustelle. Komm, probieren wir's.
Holz haben wir erst. Ja, lassen wir so, oder? Ja, komm. Gehen wir plündern. In der Hoffnung, dass wir gerade das Richtige gemacht haben. Und ich will nicht hoffen, dass wir sofort Deckung brauchen. Ah, vor dem Krieg wollte er ja eine Wohnung kaufen. Okay, wir nehmen erstmal alles mit. Gucken zu, dass wir da reinkommen, ne? Okay, da im Keller sind wir relativ sicher, würde ich sagen, oder? Patronenhülsen, super. Können wir nichts essen von, oder? Das ist jetzt nicht der Weg, dass man da hinkommt, oder sehe ich das falsch? Hört sich irgendwie gefährlich an, das mit dem Schießen, ne? Da ist ein Fahrstuhl oder so, ne? Na, schauen wir mal, was da gibt. Teile. Kommen wir da irgendwie hoch? Ach, da ist eine Treppe, okay. So, da können wir auch was suchen. Ich hoffe, wir kriegen nichts ab. Na. Ja, das geht. Ich glaube, das nehmen wir mit. Das ist wenigstens wenn ein gutes Handelsgut, oder? Wir können das natürlich auch die Munition herstellen, aber momentan haben wir da keine Chance, sehe ich mal so. Ich glaube, ich lasse das Holz noch hier und nehme lieber die Teile mit. Verlassen. So. Ich weiß nicht, wie ich dorthin komme, ja. Da oben ist der Scharfschütze irgendwo, ne? Da sitzt der. Komme ich denn da hin? Nicht wirklich, oder? Ich weiß nicht, wie man dorthin kommt. Genau so ist es. Da kann man auf den Tisch. Ach, da runter geht's noch weiter, ne? Nee. Man kann da durchgucken, man kommt aber nicht hin. Auch interessant, oder? Tja. Hier ist, glaube ich, ein Übergang und da oben. Da.
Ach, da kann man laufen. Sehr interessant. So, da müssen wir hin. Dann gucken wir mal durch die Tür. Da ist keiner, oder? Nee. Ich weiß nicht, wie ich da hinkomme. Auch schön, ne? Tja, ich weiß nicht, wie man hinkommt. Da war auch noch was, aber ich glaube, wir haben jetzt keine Zeit mehr, das zu gucken. Ja, ich würde sagen, das war's. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Bis dann. Tschüss.